Hallo und willkommen zu meinem ersten Minecraft PE Let's Play. Ich werde euch erstmal nur durch meine bisher gebaute Welt führen. Wir stehen hier vor der Mystery Shack. Wir gehen jetzt mal rein. Wer die Serie kennt, weiß natürlich, was das für ein Gebäude genauer ist. Also den Museumsflur und die ganzen Räume muss ich noch ein bisschen einrichten. Ja, der unsichtbare Bär. Ja. Okay, ja. So. Hier, da. Also wir gehen jetzt erstmal so Richtung Küche. Da vorne ist das Wohnzimmer. Ein Skelett. Oh, das mache ich mal jetzt richtig fertig. Ja. Also wie das hier reingekommen ist, weiß ich auch nicht. Ja, naja. Vielleicht muss ich alles besser ausleuchten, aber weg. Weg, du. Weg. Verschwind. Mann, endlich. Okay, ich führe euch jetzt erstmal durch meine bisher gebaute Stadt. So. Hier jetzt, hier ist die Feuerwehr, die beiden Gebäude. Da vorne, das hier, das Gebäude, was jetzt so verbunden ist, also die beiden Gebäude, das ist die Polizeistation. Ja, also die Feuerwehr und die Polizeistation liegen beide auf dem Verbrecherweg, so heißt die Straße. Und das Gebäude, was man da vorne jetzt sehen, ganz da vorne am Ende des Wegs, das ist das Bootshaus, wo Boote gebaut werden. Hier haben wir die Kirche und die Opferungsstätte hier drüben in der Kirchengasse. Und ja, das alles hier zu bauen hat mich sehr viel Mühe gekostet. Oh, hier sind, wie ich sehe, anscheinend ein paar Skelette unterwegs. Aber um die kümmere ich mich jetzt nicht. Mann. Hier links haben wir das Postgebäude und rechts eine Mehrfamilienwohnung. Hier vorne kommt jetzt wieder links. Links haben wir das Kaufhaus und rechts den Immobilienmakler. Die Straße hier, die heißt Tierstraße, wo wir sind. Und oh, da war ein Creeper. Ach, wie ich die Tiere hasse. Denn es ist ja schon wieder so ein Creeper. Oh Mann, wie viel sind denn hier Monster? Tja, also hier vorne ist der Marktplatz und hier habe ich eine bisherige, also eine Karte angefertigt, die alles, was bisher gebaut wurde, so in der Stadt zeigt. Also da sieht man nochmal die Mystery Shack, so ein bisschen von oben. Und ja, hier kann man auch gut alle Gebäude sehen. Ich habe auch eine Schule gebaut und ein, ja, Kaufhaus, Hotel. Das Hotel ist übrigens das Gebäude, wo die Karte dran hängt. Dieser schwarz-graue Punkt auf dem Wasser dort, das ist übrigens der Leuchtturm. Da habe ich extra eine Insel mit Lava gegossen. Ja, ich habe auch viele Fabriken für zum Beispiel Gestein, damit man es nicht unter der Erde unbedingt abbauen muss. Aber ich besitze auch eine Mine in dieser Stadt. Und ein Enderman, um den werde ich mich kümmern. Und ja, ich hoffe, ihr seht euch weitere Videos an. Und tschüss.